Hi und herzlich willkommen heute zum Thema: Was muss man eigentlich kontern, wenn jemand mir sagt, aber Kohlenhydrate machen dick? So kürzlich passiert in der Starch Solution Facebook-Gruppe, wo eine Freundin von mir gepostet hat, dass im Fernsehen so ganz schreckliche Dinge über Essen behauptet werden. Zum einen, dass man natürlich Low Carb essen muss und dass das irgendwie Fett super zu essen ist und dass, falls das nicht klappt, man sich den Magen verkleinern muss und so weiter. Und ob Deutschland denn wirklich so dumm ist, habe ich gesagt, ja, sind sie. Und darunter schrieb mir dann irgendjemand, aber Kohlenhydrate machen dick. Und dann habe ich das geantwortet, was ich euch jetzt sagen möchte, dass ihr antworten sollt, wenn ihr mal mit so etwas konfrontiert werdet. Denn darauf hat diese Person gar nichts mehr geantwortet. Nämlich folgendes. Kohlenhydrate machen nicht automatisch dick. Jeder, der sagt, Kohlenhydrate machen dick, hat entweder in Biochemie nicht aufgepasst, Biochemie gar nicht belegt, oder er ist dumm. Das erklärt nämlich dann auch, dass manche Ärzte sowas sagen. Die haben offensichtlich in Biochemie nicht aufgepasst. Die haben Biochemie belegt und die sind auch nicht dumm. Das ist ja so. Es gibt Glucose und es gibt Fructose. Es gibt noch mehr Kohlenhydrate. Aber das sind die beiden Kohlenhydrate, die Einfachzucker, die in Haushaltszucker drin sind. Glucose, Fructose. Die zwei schmecken beide süß, haben aber unterschiedliche Qualitäten oder Disqualitäten. Glucose kann von jeder Körperzelle als Energie genutzt werden. Jede Zelle braucht Energie, sonst kann sie nicht arbeiten. Diese Glucose wird dann von der Zelle in ATP verwandelt und das ist dann wieder Energie für die Zelle. So. Die Fructose, die ist da anders. Die kann nicht von den ganzen Körperzellen als Energie verwendet werden, sondern nur von der Leber. Leber. Da. Die Leber ist das biochemischste Organ des ganzen Körpers und kann fast alles in alles verwandeln. Nicht ganz, aber 95% in alles verwandeln. Und die muss die Fructose nutzen, um daraus Energie zu gewinnen. Und daraus kann die Leber dann entweder Glykogen machen, macht sie aber nur, wenn sie selber kein Glykogen mehr hat. Glykogen sind die Glukosespeicher des Körpers, die der Körper nutzt, um nachts, wenn man nichts isst, trotzdem genug Glukose zu haben. Da wird es dann nämlich freigesetzt und am nächsten Morgen wird es wieder aufgefüllt. Und da wird dann aus der Fructose erstmal, weil das wichtiger ist, Glykogen. Wenn die Glykogenspeicher voll sind, dann sagt die Leber, okay, ich habe hier Fructose, ich muss da Energie rausmachen irgendwie, was mache ich daraus? Dann macht sie daraus Fett. Und das ist das Problem, was passiert, wenn wir Zucker essen. Haushaltszucker besteht aus einem Molekül Glucose, einem Molekül Fructose. Das zusammen nennt sich dann Saccharose. Und wir haben hier also 50% Glucose, 50% Fructose und wir haben einen ganzen Körper, der 50% Glucose nutzt und die kleine Leber, die Fructose nutzt. Und da ist der Rub-Off oder so, weiß ich auch nicht, wie man das jetzt nennt. Das ist das Problem. Denn die Glykogenspeicher sind dann meistens voll von einem Teil dieser Fructose und den Rest macht die Leber dann zu Fett. Die Glucose hingegen, wenn davon zu viel da ist und die ganze Energie da ist und noch genug Fructose da ist, wo es aus der Fructose aus dem Fett wird, dann wird sogar noch Energie frei, während der Körper arbeitet, aus der Glucose. Zudem, Glucose hat nur 4 Kalorien, wie alle Kohlenhydrate, wohingegen Fett 9 Kalorien hat, mehr als doppelt so viel. Also 1 Gramm Glucose hat 4 Kalorien, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien. So, das ist der eine Unterschied, warum man Kohlenhydrate nicht einfach in einen Topf werfen kann. Jeder, der einfach nur sagt, Kohlenhydrate machen das und das, ist dumm. Das ist genauso pauschal wie zu sagen, im Winter liegt Schnee. Es liegt aber im Winter nicht überall immer Schnee. Das muss man differenzieren. So,
Also da ist einmal der eine Unterschied zwischen Glucose und Fructose. Dann kann man immer noch sagen, von Kohlenhydraten wird Insulin ausgeschüttet. Stimmt ja auch nicht. Insulin wird ausgeschüttet sowohl beim Verzehr von Eiweiß als auch von mittelkettigen Fettsäuren als auch von Glucose. Aber das hängt alles davon ab, wie schnell das Ganze im Blut ist. Und ja, es stimmt, wenn man die ganze Zeit zu viel Insulin ausschüttet, dann bleibt das Fett in den Fettzellen gespeichert. Allerdings, wenn man kein neues Fett isst, wird auch kein neues eingelagert. Logisch? Okay. Okay, also wer fettarm ist und dann vollwertige Kohlenhydrate und nicht einen zu hohen Insulinspiegel hat, der kann dabei durchaus Fett verlieren, denn man kann Fett auch in der Zelle verbrennen durch die Mitochondrien. Aber ich hole noch mal, ich habe jetzt zwei mehrere Sachen miteinander verbunden. Also, wenn gesagt wird, Kohlenhydrate machen Fett, dann liegt das häufig daran, dass Kohlenhydrate unter anderem auch für Insulinausschüttung sorgen, weil Insulin halt der Botenstoff ist, der sowohl Eiweiß als auch mittelkettige Fette als auch Zucker in die Zellen reinbringt. Und Glucagon, nicht zu vergessen mit Glykogen, Glucagon sorgt dafür, dass das wieder rausgeholt wird, wenn der Körper das braucht. Aber vollwertige Kohlenhydrate sorgen halt dafür, dass der Zucker nur ganz langsam in den Körper reingeht. Und dann braucht die Bauchspeicheldrüse auch nur ein bisschen Insulin produzieren, eine normale Menge Insulin. Und außerdem wollt ihr doch das Insulin auch haben, um Eiweiß in eure Zellen zu bringen. Denn es passiert kein Muskelaufbau ohne Eiweiß. Und das ist der Trugschluss, dem die Bodybuilder in ihrer Bro-Science halt immer aufsitzen. Wenn die kein Insulin ausschütten, dann kommt ihr Eiweiß auch nicht an die Zellen. Dann können sie keine Muskeln aufbauen. Aber Gott sei Dank schüttet Eiweißverzehr ja auch Insulin aus. Also von daher alles, sowohl Eiweißverzehr als auch Fettverzehr, vor allem mittelkettige Fette, als auch Zuckerverzehr, vor allem nein, Glukoseverzehr, nicht Fructose, Glukoseverzehr sorgt für Insulinausschüttung. Aber eben in einem normalen Maß, wenn man vollwertige Kohlenhydrate isst. Nicht in einem normalen Maß, wenn man raffinierte Glukose isst. Zum Beispiel in Form von Traubenzucker, als auch in Form von Weißmehl. Da hat man eine viel höhere Insulinausschüttung. Und Weißmehl kommt ja dann häufig auch noch daher mit sehr viel Fett. Also sagen wir ein Croissant zum Beispiel. In dem Beispiel von meiner Freundin in der Starch-Losen-Gruppe, da hatten nämlich ich glaube, die Ernährungsdocs waren das, jemand hatte einen Burger gegessen und dann wurde der armen Frau vorgeworfen oder dem Mann, das waren jetzt 50% Kohlenhydrate, die du da isst. Es waren aber auch 50% Fett in einem Burger. Ich glaube sogar, in einem Burger ist mehr Fett als Kohlenhydrate. Also das rechnet man ja anhand der Kalorienanzahl. Prozent der Kalorienanzahl, die aus Fett kommen, nicht vom Gewicht her. Das ist ja Irrsinn, denn wenn da viel Wasser drin ist, dann hat man ja mehr Gewicht, aber dann weniger Kalorien. Das ist auch der Trugschluss bei Milch. 3,5% Milch im Prozent Fett am Gewicht. An den Kalorien sind das über 50% Fett, die Milch hat. Das ist also gelogen. Ja, so, und wenn euch jemand sagt, Weißmehl und Traubenzucker macht dick, weil die Insulinausschüttung da hoch ist, dann okay. Dann kann man das so halbwegs stehen lassen. Man kann aber gegenkontern, dass zum Beispiel die Leber viel, viel mehr Probleme hat, aus Glucose Fett herzustellen, als aus Fettkörperfett herzustellen. Also das Einzige, was diese hohe Insulinausschüttung halt macht, ist, dass das Fett, was schon gespeichert ist, nicht rausgeht. Sprich, von Glucose und Traubenzucker wird man nicht dünn. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dick macht. Denn man kann auch eine ganze Menge Glucose essen und gleichzeitig Sport machen und das Fett abbauen.
Durch Mitochondrien, durch Verbrauch in den Mitochondrien. Das geht nämlich auch. Man muss das nicht nur, um daraus zu zehren, also durch Kaloriendefizit und so weiter. Und ja, das kann man so halbwegs gelten lassen. Und man kann auch so halbwegs gelten lassen, Fructose macht fett. Also vielleicht dann jemand, der tatsächlich viel Zucker isst, der dann viel Glucose und viel Fructose hat, der wird wahrscheinlich tatsächlich fett. Und damit machten nicht Kohlenhydrate dick, sondern Haushaltszucker. Nicht Kartoffeln, nicht Süßkartoffeln, nicht Hülsenfrüchte. Haushaltszucker, weil er in der Lage ist, weil der quasi durch die Fructose auch Fett enthält und durch die Glucose den Insulinspiegel hochmacht. Und das ist das Problem. Und deswegen ist auch Limonade so ein Problem bei der Adipositas-Epidemie. Klar, wenn es nicht klar war, kläre ich weiter, bis es endlich klar ist, sodass jeder Laie in der Lage ist, den Low-Carbern da draußen dieses Argument, aber Kohlenhydrate machen dick, zu entkräften. Denn das ist, stimmt so nicht. So stimmt es nicht. Zucker macht dick. Ja, aber nicht Kohlenhydrate. Das war's. Ich sag ciao. Bis Freitag. Was wollte ich noch sagen? Ach ja. Hätte ich am Anfang sagen sollen. Das Raus aus der Lustfalle Bootcamp. Die Türen sind jetzt geöffnet. Ihr könnt es buchen, wenn ihr eine Woche lang mal die Raus aus der Lustfalle Challenge machen wollt. Der Foodplan gratis ist da mit drin, der regulär 19,95 € kostet. Und die ganze Challenge-Einführung ist da mit drin. Also das ist quasi die erste Woche des Kurses plus die Challenge-Einführung. Und für den Fall, dass ihr dann danach auch noch den Kurs machen wollt, weil es euch gut gefällt, dieses Bootcamp, dann kriegt ihr das komplette Geld des Bootcamps ersetzt und könnt das verrechnen mit dem Kurs. Toll, oder? Also auf jeden Fall buchen. Die Türen sind noch ein paar Tage geöffnet. www.silkerosenbusch.de/bootcamp. Da gibt es alles weiteres. Ich sage ciao. Bis Freitag. Eure Silke.